Berichte von Zeitreisenden gibt es im Internet zuhauf. Es gibt tausende Videos auf YouTube, unterschiedlichste Nachrichtenartikel und auch ich habe auf diesem Kanal schon häufiger über den ein oder anderen Zeitreisenden gesprochen. Doch das Ergebnis dieser Videos war eigentlich immer gleich gewesen, denn normalerweise sind all diese neueren Zeitreisevorfälle nichts weiter als simple Fake-Geschichten und Lügen. Das ist immer ziemlich enttäuschend, deswegen habe ich mir heute mal eine andere Aufgabe gemacht, denn ich wollte die wohl glaubwürdigsten Zeitreisefälle finden, die es überhaupt gibt, und ich bin dabei auf zwei wirklich interessante gestoßen, die ich euch gerne einmal vorstellen möchte. Und da ich heute von glaubhaften Zeitreisevorfällen rede, werden hier keine Videos von Apex TV besprochen, da wir wissen, dass diese Videos nicht echt sind. Und es werden auch keine simplen Bilder gezeigt, wo einfach Leute komisch aussehen früher oder sich eine Hand ans Ohr halten und jeder davon ausgeht, dass es Leute sind, die schon ein Handy besitzen, bevor es Handys überhaupt gab. Dies erklärt kommen jetzt die zwei Vorfälle, die ich gefunden habe, also viel Spaß. Der erste Vorfall, den ich für sehr interessant halte, kommt direkt hier aus Deutschland. Denn es ist ein Vorfall, der 1932 passiert ist. Dort war ein Journalist und ein Fotograf unterwegs gewesen für eine deutsche Zeitung, um sich den Hamburger Hafen einmal anzugucken. Sie sollten dort einige Bilder von dem Hafen selbst, von den neuen Schiffen und Frachtern machen und auch einige Interviews mit Mitarbeitern führen. Es war nichts Großes, es war nur ein ganz kleiner Artikel in der Zeitung, der dafür gebraucht wurde. Doch an diesem Tag passierte etwas mehr als Seltsames. Denn die beiden Männer kamen in Hamburg an und machten ihren Job so, wie sie sollten. Sie machten simple Fotos und alles war gut, bis sie plötzlich etwas mehr als Merkwürdiges hörten. Denn sie hörten ein wirklich ohrenbetäubendes Geräusch, das direkt vom Himmel kam. Sie wendeten dann ihren Blick nach oben und sahen dort Dutzende Flugzeuge. Es waren Bomberflugzeuge, die eine Bombe nach der anderen haben fallen lassen. Dutzende Bomben, wenn nicht sogar Hunderte, fielen hinab auf den Hafen und den Rest von Hamburg. Die beiden Männer, der Journalist und der Fotograf, sahen zu, wie 1932 der Hamburger Hafen in Schutt und Asche gelegt wurde. Alle Schiffe gingen unter, einige Häuser stürzten ein und sie sahen zu, wie Menschen starben. Sie waren panisch gewesen, wollten aber dennoch helfen, bis ein Polizist ihnen sagte, dass sie lieber schnell verschwinden sollten. Sie machten noch einige Fotos dort und liefen dann ins Stadtinnere. Und dann, plötzlich, war alles wieder ruhig. Der Himmel war klar, es war kein Flugzeug am Himmel zu sehen, geschweige denn zu hören, und alle Einwohner Hamburgs waren entspannt gewesen. Es war komplett ruhig, so als wäre alles in bester Ordnung, obwohl kurz davor es aussah, als ob die Welt untergehen würde. Die Männer waren verwirrt und gingen zurück zum Hafen, und auch der Hafen, den sie eigentlich in Schutt und Asche erwartet hätten, war ganz normal. Alles war heil, die Schiffe waren normal im Hafen wie vorher und es sah so aus, als ob dieser Bombenangriff nie passiert war. Sie führten einige Interviews mit den Mitarbeitern dieses Hafens und auch sie konnten sich nicht an irgendeinen Bombenangriff erinnern. Die Männer waren verwirrt. Sie waren scheinbar die einzigen, die dies mit angesehen hatten. Und als sie dann zurückgingen zur Zeitung und dies alles berichteten und darüber einen Artikel schreiben wollten, wurde ihnen natürlich nicht geglaubt. Sie wollten ihre Bilder bearbeiten, um zu zeigen, dass eben sie tatsächlich etwas gesehen haben. Deswegen entwickelten sie ihre Fotos und erwarteten den Beweis für das, was sie wirklich mit ansehen mussten. Doch alle Bilder, die sie gemacht hatten, waren völlig normal. Der Hafen war nicht zerbombt, die Schiffe waren im Hafen und alles wirkte völlig gut. Die Männer waren mehr als verwundert, doch entschieden sich, das Ganze zu ignorieren. Sie dachten, sie hätten sich eingebildet oder irgendwas Seltsames war passiert, und so vergaßen sie es vorerst. Denn 11 Jahre später, 1943, passierte auf Hamburg ein Luftangriff. Mehrere Bomber ließen Bomben auf Hamburg hinabregnen und zerstörten große Teile der Stadt und des Hafens. Es war exakt ein Angriff, wie die Männer ihn zuvor berichtet hatten. Diese Männer hatten diesen Bombenangriff 11 Jahre zuvor schon einmal miterlebt.
Dieser Fall ist sehr interessant und bevor ich gleich noch etwas genauer darauf eingehe, noch einmal ganz kurz zu dem anderen Fall, den ich gefunden habe. Denn hierbei geht es um einen Mann, der am Tokio Flughafen 1953 gelandet war. Dies klingt jetzt erstmal nicht seltsam und an sich war an dem Mann auch nichts Seltsames zu bemerken. Doch er sah europäisch aus und schien sich nicht ganz so gut dort auszukennen und deswegen wollten Behörden ihn dort untersuchen. Sie sahen sich seinen Pass an und waren verwundert, denn auf diesem Pass stand, dass er aus einem Land mit dem Namen Tauret kommt. Tauret ist ein Land, welches nicht existiert und auch niemandem bekannt war. Die Behörden waren sichtlich verwundert gewesen und um auf Nummer sicher zu gehen, nahmen sie den Mann erstmal in Gewahrsam und verhörten ihn. Auch beim Verhör sagte dieser Mann, dass er fest davon überzeugt war, aus einem Land namens Tauret zu kommen und dass dieses Land seit über 1000 Jahren existierte. Die Beamten wussten nicht genau, was mit der Sache los war und so holten sie eine Weltkarte und fragten den Mann, ob er ihnen zeigen könnte, wo Tauret denn liegen soll. Der Mann machte dies sofort und zeigte auf der Landkarte oder auf der Weltkarte auf das Land Andorra und war verwirrt, warum da nicht Tauret drauf stand. Die Behörden waren so verunsichert, dass sie ihn erstmal in ein Hotelzimmer brachten und dort festhalteten. Er sollte nicht irgendwie davonlaufen, da sie erstmal herausfinden wollten, was mit der ganzen Sache los war und so untersuchten sie seine Habseligkeiten. Sie fanden europäisches Geld, sie fanden unterschiedliche Dokumente einer japanischen Firma und noch viele Kleinigkeiten sonst. Sie waren besonders angetan von diesen Dokumenten der Firma und dachten, dass sie so Antworten erhalten, wenn sie einmal bei der Firma anfragten, weil diese auch 1953 schon existierte, doch alle Leute bei dieser Firma sagten, dass sie diesen Mann aus Tauret noch nie gesehen hatten. Dieser Mann blieb ein Mysterium für die Behörden und dann eines Tages, als sie nach ihm gucken wollten, bemerkten sie, dass der Mann plötzlich verschwunden war. Es gab kein Anzeichen, dass er geflohen war, das Hotelzimmer stand unter ständiger Bewachung, doch dieser Mann war von der einen auf die anderen Sekunde plötzlich wie vom Erdboden verschluckt gewesen. Und die ganze Geschichte blieb bis heute ein Mysterium. Das sind die beiden Fälle, über die ich einmal reden wollte. Und natürlich sind auch diese beiden Fälle groß diskutiert. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, dass diese Geschichten fake sein sollen. Doch wirklich feste Beweise gibt es dafür nicht. Bis heute werden sie geglaubt als welche der glaubhaftesten Fälle überhaupt. Doch was ist hier passiert? Wir sehen hier etwas anderes als sonst. Normalerweise kennen wir diese typischen Zeitreisegeschichten, wo ein Zeitreisender sich eine eigene Zeitmaschine gebaut hat und damit in die Vergangenheit gereist ist. Doch die Männer, die wir hier in dieser Geschichte gesehen haben, sind eben keine normalen Zeitreisenden gewesen. Sie haben keine Zeitmaschine und sind mit Absicht zurückgereist. Sie sind aus Versehen in die Vergangenheit gekommen oder halt in die Zukunft. Dies ist extrem merkwürdig gewesen. Die Männer aus Hamburg waren normal am Hafen und sind dann auf einmal in die Zukunft gereist. Doch wie kann das sein? Hierbei geht es um ein Phänomen, das sehr umstritten ist und für das es natürlich keine wirklich belegbaren Beweise gibt, doch es geht um einen sogenannten Timeslip. Ein Timeslip müsst ihr euch wie folgt vorstellen. Es gibt die Zeitstränge, die unser Leben beeinflussen und wenn so diese zwei Zeitstränge sich überlappen, kann es zu einem sogenannten Timeslip kommen. Das bedeutet zwei unterschiedliche Zeitlinien, beispielsweise 1932 und 1943, überlagern sich und durch eine Art Schluckauf, durch einen Fehler in diesen Zeitlinien, kommt es bei der Überlappung dazu, dass einige Menschen plötzlich in der Zeit reisen. Und dadurch kam es, dass diese Menschen eben 11 Jahre in die Zukunft gereist sind und diesen seltsamen Anschlag oder diesen Bombenangriff auf Hamburg mit ansehen konnten. Wie gesagt, dafür gibt es keine handfesten Belege, es sind keine bewiesenen Theorien, die irgendwie nachweisbar sind, doch es ist eine wirklich interessante Idee, wie ich finde, denn wenn dieses Phänomen tatsächlich existiert, würde das bedeuten, dass auch wir ohne jegliche Vorwarnung von der einen auf die anderen Sekunde plötzlich in der Zeit reisen könnten und auf einmal mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Jahre in der Zukunft oder Vergangenheit sind. Das war dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es waren mal interessantere Zeitreiseberichte als die sonstigen Apex TV Videos. Wenn euch das gefallen hat, sagt mir gerne Bescheid und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber, tschüss.